بسم الله الرحمن الرحيم. Wurde dir die Mitteilung über die Umhüllende zuteil? Es sind Gesichter an diesem Tag demütig, arbeitend, erschöpft. Sie werden in ein sehr heißes Feuer hineingeworfen. Sie werden aus einer siedenden Quelle getränkt. Für sie gibt es keine Speise außer von getrocknetem Dornengewächs, das weder ernährt noch den Hunger stillt. Es sind Gesichter an diesem Tag wohlergehend, mit ihrem Anstreben zufrieden, in einer hohen Jannah. Du hörst darin kein sinnloses Gerede. Darin gibt es eine fließende Quelle. Darin sind gehobene Liegen und bereitgestellte Kelche und aufgereihte Kissen und verteilte Teppiche. Schauen Sie etwa nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen wurden, und zum Himmel, wie er gehoben wurde, und zu den Bergen, wie sie hingestellt wurden, und zu der Erde, wie sie ausgebreitet wurde? So ermahne, du bist doch nur ein Ermahner, du bist über sie kein Verfügender, außer demjenigen, der den Rücken kehrte und Kufr betrieb. Den wird Allah dann mit der größten Peinigung peinigen. Gewiss, zu uns ist ihre Rückkehr, dann gewiss, uns obliegt ihre Abrechnung.